Freut euch bitte mit einem riesigen Applaus auf Rüdiger Hoffmann. Ja, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten, aber Entschleunigung ist ja so ein Thema, was total aktuell ist. Und also ich muss sagen, ich habe das ja immer schon gemacht. Auch im Urlaub, ne? Also wir waren jetzt in Spanien gewesen, meine Bekannte und ich. Ich habe mir halt gedacht, ne, dieses Mal machst du mal Urlaub, ne, und einfach mal gar nichts. Noch nicht mal so ein bisschen. Null. Nada. Nothing. Rien. Basek na dupce. Als wir dann da angekommen sind, wollte meine Bekannte natürlich erstmal duschen, hat so ihr Kleid ausgezogen, also das mit den Salzrändern unter den Achseln. Und dann hat sie so gefragt, ja Rüdiger, willst du jetzt auch mal duschen? Da habe ich gesagt, ich bin hier im Urlaub. Dann mal erstmal gar nichts. Ja, ich musste dann auf ihren Wunsch auf dem Balkon übernachten. Aber war eine sternklare Nacht. So lange, bis dieser sehr hungrige Mückenschwarm auftauchte und den Himmel komplett verdunkelte. Ja, am nächsten Morgen hatte ich dann so ein bisschen Ähnlichkeit mit Costa Cordalis. Aber meine Bekannte hat mich dann doch netterweise noch mitgenommen zum Frühstück, in den Frühstücksraum. Da gab es dann auch ein Frühstücksei. Und ja, bei vielen ist das ja dann so, ne, die klopfen dann so ganz hektisch drauf rum. War auch so ein Typ dann da, ne, so ganz hektisch so auf seinem Ei, da mit seinem Eierlöffelchen. Ne, meine Bekannte direkt so geköpft. Ja, wie Frauen halt manchmal so sind. Ja, und ich habe mir gedacht, ich bin hier im Urlaub, ne, da habe ich es einfach so runtergeschluckt. Mit Schale. Witzigerweise kam es am nächsten Morgen genauso wieder raus. Ich hab's dann einfach am Buffettisch wieder ins Eier gehabt. Ja. Man war ja noch gut. Kommt man ja noch nehmen. War sogar noch warm. Aber.